wie du direkt am Bauch Fett verlieren kannst und vielleicht auch den Schenkeln, Hintern, je nachdem, wie du gezielt Fett verlieren kannst an verschiedenen Körperstellen. Schön, dass du reinschaust. Hier ist mal wieder ein Video heute im Outdoor-Setup von Coach Thorsten. Ich helfe und unterstütze Menschen bei Abnehmherausforderungen, Blockaden, bei Müdigkeit, Erschöpfung und Ähnlichem. Und das Thema gezielt am Bauch abnehmen oder viele Frauen haben auch die Herausforderung gezielt an Schenkeln abnehmen, vielleicht auch der Hintern. Und genau da möchte ich dir ein bisschen Aufklärung geben. Manche machen ja auch heute noch ganz, ganz viele sinnlose Übungen im Fitnessstudio mit Bauchcrunches oder Bauchbeine-Po-Kurse und vergiss den ganzen Bullshit. Es bringt dir nichts, in irgendeinem Bauchbeine-Po-Kurs oder unzähligen Crunches hier deinen Körper zu stressen, nur weil du hier an dieser Stelle abnehmen möchtest. Das Ganze ist ziemlicher Schwachsinn bzw. letztendlich auch Marketing von Fitnessstudios, die dir einen Bauchbeine-Po-Kurs verkaufen möchten oder dich darüber animieren möchten. Zum einen, gehen wir mal auf das sportliche Thema ein. Du brauchst beim Sport eine hohe Intensität, um hier wirklich nachhaltig Erfolge zu erzielen, sprich Muskelaufbau bzw. erhöhter Stoffwechsel. Die Intensitäten, die durch manche Crunches, Sit-ups oder ähnliches durchgeführt werden bzw. die Intensität, die in den Kursen so üblich ist, wo du sehr, sehr viele Wiederholungen machst, die kriegst du da, ist viel zu niedrig, um da wirklich nachhaltig Effekte zu erzielen. Das heißt, das ist eine nette Beschäftigung. Die wenigsten haben da allerdings irgendwelche Vorteile dadurch. Dann natürlich neben dem Sportthema auf der anderen Seite das Thema der Ernährung. Natürlich ist Ernährung ganz, ganz wichtig für deine körperliche Zusammensetzung. Irgendwo am Ende von einer Kette kommt natürlich sowas wie eine Kalorienbilanz. Auch wenn du mich schon länger verfolgst, weißt du, dass Kalorienbilanz noch lang nicht alles ist und es viele Faktoren gibt, die viel wichtiger sind, um Körperfett zu verlieren und vielleicht auch gezielt Körperfett zu verlieren. Nur gehen wir jetzt erstmal auf die Ursachen ein, warum Bauchfett bzw. Hüftfett so ein großes Thema ist bzw. warum gerade diese Stellen relevant sind. Oft ist es ja so, dass viele Männer verstärkt am Bauch Fett einlagern, Frauen verstärkt an den Hüften, vielleicht auch noch am Hintern. Manche haben auch an den Oberarmen teilweise noch Fetteinlagerungen. Und in der Regel ist es so, dass diese Fetteinlagerungen bedingt sind durch hormonelle Situationen. Meistens ist das Bauchfett durch das Hormon Cortisol hier beeinflusst. Das heißt, auch der Begriff Stressbauch, den du vielleicht schon mal gehört hast, spielt hier eine große Rolle. Hast du dauerhaft chronischen Stress über einen großen Zeitraum von mehreren Monaten, vielleicht sogar Jahren, und dann sammelt sich hier im Bauchraum einfach Körperfett an. Warum ist das so? Ja, ganz logisch. Stress mobilisiert erstmal Energiereserven im Körper, führt dazu, dass Energie bereitgestellt wird, weil Stress in der Regel immer was mit Bewegung zu tun hat. Du kennst den Flucht- oder Kampfmodus, beides assoziiert immer irgendwo Bewegung. Und wenn da vorne der Säbelzahntiger kommt, möchtest du erstmal möglichst viel Energie haben. Und genau das passiert, wenn entsprechend Cortisol ausgeschüttet wird, das Stresshormon. Und dann ist die Energie da. Nur viele haben ja heute Stress in Form von Stress durch Kollegen, durch Chef, durch Arbeit, durch negative Emotionen, durch Verkehr im Auto oder ähnliches. Das heißt, diese Stressoren sind da, stressen den Körper, führen zur gleichen Reaktion, nur fehlt hinten raus die Bewegung. Das heißt, der Körper stellt im Endeffekt die Energie bereit, nur wird diese nicht abgebaut, weil entsprechend die Bewegung hinten raus fehlt. Ja, irgendwann merkt der Körper, wenn Cortisol dann doch etwas nach unten geht, ja, die Energie ist da, was mache ich damit? Ja, ich lagere sie im Idealfall natürlich da ein, wo ich als Körper, als Organismus schnell und einfach wieder drauf zugreifen kann und das ist nun mal im Bauchraum. Merkst du dann, wie gesagt, wenn du über einen längeren Zeitraum viel Stress hast. Was hat es jetzt mit dem Hüftspeck auf sich? Hüftspeck, vor allem eben bei vielen Frauen, ist da so das große Thema, wenn die Oberschenkel zunehmen, jetzt auch unabhängig von Lymphödem oder Zellulite. Einfach nur, wenn der Umfang zunimmt. Viele Frauen kennen wahrscheinlich die Hormone Östrogen, Progesteron, so die zwei bekanntesten Hormone, die rund um den Stoffwechsel wichtig und aktiv sind. Und rund um die Eierstöcke haben Frauen einfach einen erhöhten Anteil an sogenannten Östrogenrezeptoren, das heißt Rezeptoren auf Zellebene, die dazu führen, dass sich das Hormon Östrogen da bindet. Und viele Frauen haben leider heute eine Östrogendominanz, sei es jetzt durch eine hormonelle Verhütung, Stichwort Pille, Hormonspirale oder was es so alles gibt, sind alles Faktoren, die eine Östrogendominanz begünstigen. Auch viele Faktoren aus der Ernährung können hormonwirksam sein. Dann gibt es ein Enzym, das nennt sich Aromatase.
und diese Aromatase führt dazu, dass aus dem Testosteron, was auch bei Frauen vorhanden ist, in Östrogen umgewandelt wird. Und manche haben davon einfach zu viel, weil Nährstoffe fehlen, um das zu blocken, oder die Ernährung einfach suboptimal ist. Und auch bei der Ernährung gibt es hormonell wirksame Stoffe, die hier eine Rolle spielen können. Das heißt, viele Phytoöstrogene können da eine Rolle spielen, wenn eh schon eine Östrogendominanz vorhanden ist. Oder auch bestimmte Antinährstoffe in verschiedenen Lebensmitteln können dazu führen, dass entsprechend hier die Hormone zu viel im Körper vorhanden sind bzw. auch nicht abgebaut werden. Weil das ist eben das, was viele nicht wissen. Ein Hormon wird dem Körper erstmal gebildet. Werde ich hier schon angegriffen. Ein Hormon wird erstmal gebildet und es muss im Körper auch wieder abgebaut werden. Dieses Abbauen ist auch eine Art Entgiftung. Ein Detox kannst du auch wieder dazu sagen, wenn du es fachmännisch richtig möchtest. Und diesen Detox, diese Entgiftung von den Östrogenen geschieht in der Leber und im Darm. Das heißt, die Leber baut es um und der Darm scheidet dann die abgebauten Metaboliten, die Stoffwechselendprodukte, aus und führt dazu, dass diese verbrauchten Östrogene aus dem Körper kommen. Nur heute ist die Situation leider so, dass viele Menschen einen Darm haben, der nicht im optimalen Zustand ist, weil viele Antinährstoffe in der Ernährung vorhanden ist. Die Leber hat vielleicht auch noch andere Dinge zu tun, durch Medikamente, die über die Leber abgebaut werden, durch Nährstoffe, die nicht optimal versorgt sind, durch Nährstoffunterversorgung. Und dann können diese Östrogene nicht optimal abgebaut und ausgeleitet werden. Und was passiert dann? Die Östrogene sind ja immer noch im Körper vorhanden. Ja, ich lagere sie einfach mal da ein, wo viele Rezeptoren vorhanden sind. Wie gesagt, bei Frauen rund um die Eierstöcke, deswegen auch Oberschenkel, Hüfte, oft so die großen Baustellen, wo da entsprechend sich das ganze Östrogen zwischen dem Körperfett einlagert. So, damit hast du jetzt einige Ideen, wo Bauchfett herkommen kann, beziehungsweise wo Hüftspeck herkommen kann und wie so oft hier noch ein, zwei Ideen zur Lösung. Geh das Ganze ganzheitlich an. Basis ist natürlich immer ein stressfreies Leben, ein stressarmes Leben, beziehungsweise gute Maßnahmen, um Stress auszugleichen, weil Stress an sich ja auch nicht schlimm ist. Das heißt, hier brauchst du irgendwas, was dich entstresst, was dir einen Ausgleich zu dem Stress des Tages bringt. Sei es jetzt eine Atemübung, sei es jetzt entspannte, ruhige Spaziergänge, sei es jetzt hier die Natur, hier barfuß einfach bewegen, kann schon entstressend wirken. Und dann natürlich priorisiere deinen Schlaf, der ganz wichtig ist, und verschiedene Hormone auszugleichen, auszubalancieren. Und das Allerwichtigste ist natürlich auch die Ernährung, dass dein Körper hier optimal mit Nährstoffen versorgt ist, die dein Körper braucht, um eine Aromatase zu reduzieren, die dein Körper braucht, um Stresshormone zu produzieren oder auch um entsprechend Östrogene zu produzieren und auch wieder auszuleiten, aus dem Körper zu bringen. Ich hoffe, ich konnte dir da ein paar Ideen und Tipps geben. Und wenn du jetzt sagst, okay, klingt alles cool, bin ich allerdings überfordert damit, mit dem Stressbauch loswerden, mit Hüftspeck loswerden oder ähnliches, dann lass uns gerne einfach mal unverbindlich sprechen und telefonieren. Buch dir dazu einfach einen kostenfreien Termin unter dem Video und dann kannst du direkt auf meinen Kalender zugreifen, kannst du hier einfach ganz entspannt einen Termin sichern und da telefonieren wir einfach mal, wo du stehst, wo du hin möchtest, was die Situation ist. Den einen oder anderen Tipp kann ich dir bestimmt direkt geben, wenn ich kurz was weiß über dich, und dann können wir natürlich auch schauen, wie ich dich am besten unterstützen kann, wie meine Hilfe aussehen kann. Danke dir fürs Reinschauen, lass einen Daumen da und bis bald.